Hello, my name is Hallo, mein Jack Name ist Gilroy Jack Gilroy. and I'm a Ich bin Friedensaktivist protest-Christian im Staat in New Upstate New York, York, USA. USA. Ich wurde von Diane sehr And my past wife, angesprochen, die Diane für den Sayre, Senat der who Vereinigten is a Staaten candidate for the kandidiert, United States für den Senate seat Senatssitz, now held den by derzeit Senatorin Senator Kirsten Kirsten Gillibrand Gillibrand, innehat, eine along with Frau, deren husband and Ehemann former früher Eigentümer owner of von British British Aeronautical Economic Engineering, Engineering, also BAE, war. who sold his Sie stock verkaufte so seine that she could Aktien, damit become sie in den an USA eine agent pretty Agentin der much of the merchants Todeshändler of werden death konnte, in the United denn sie hat States, jedes Jahr both für because mehr she had Waffen voted every gestimmt. year for more Für weapons. diesen The obscene budget, obszönen which her Militärhaushalt hat auch ihr co-senator Senator Co-Senator Charles Charles Schumer Schumer of New York, aus who New happens to York be Jahr ein, the Jahr leader aus of the gestimmt, der largest zufällig international Anführer des club, so to größten speak, internationalen of the United Clubs des States Senate. US-Senats ist. Senator Charles Schumer, year in, year out, has voted for the military Nun, budget. Diane Now, fragte mich, ob ich if etwas über Diane die asked if I would wachsende say something about the Friedensbewegung in den growing Vereinigten peace movement Staaten in the United sagen States, könnte. and I have Ich to muss say sagen, that dass ich nicht I don't glaube, believe dass there die is Zahl a der Menschen massive in den Vereinigten growing Staaten number massiv of wächst. people Das heißt, in the dass United die States. Massen That nicht auf is, die that the Straße masses are gehen. not out into the Was streets, jedoch zu wachsen but what scheint, seems to be sind growing are Organisationen. organizations. Kürzlich, am Recently 18. März in Washington, D.C., March 2023, sind 18th, in Washington, D.C. einige 2023, tausend while Menschen aus there dem were some ganzen Land thousands of people who zusammengekommen, did come um zu from all over the demonstrieren, country und sie to march, and there repräsentierten were 200 200, it verschiedene represented 200 different Friedensorganisationen. peace organizations. Now that's Deshalb glaube great. ich schon, dass I es think eine there's an Zunahme increase gibt. going on, and Wenn die all of Menschen these verfolgen, was people im Internet will pay geschieht, attention to what wird is dies happening an der online. Anzahl von This is Zeitschriften und exemplified in the Organisationen number für of Frieden und peace and justice Gerechtigkeit magazines and deutlich. organizations. Der The Papst Pope himself, selbst of hatte course, sich did speak to bereits this in 2015 in einer 2014 gemeinsamen in a Sitzung joint des session of the United US-Kongresses States zu Congress, diesem Thema and the geäußert. Pope Der said that the Papst arms sagte, die industry was drenched in Rüstungsindustrie blood. sei in And so Blut getränkt. we'll be issuing then a Wir wollen written subpoena deshalb den Bischof und die for anderen the bishop, as einladen, the others damit sie do, vom to 10. bis zum testify and from 13. the 10th to November the vor dem 13th at Internationalen the Tribunal, International Tribunal, dem Internationalen where I ask them Tribunal to der represent Händler the des merchants Todes, of death. aussagen. And Das wird that's going to be an international interesting eine time interessante Zeit sein, internationally for people to in der die get to Menschen see nicht not nur die only the actual eigentlichen Händler merchants of des death, Todes but their sehen werden, enablers. sondern auch Their ihre enablers, stillen those who Helfer, refuse to say diejenigen, die anything, sich or those weigern, den who Mund aufzumachen, oder participate, those who diejenigen, die cooperate mitmachen, in one way diejenigen, die auf die eine or oder the andere other. Weise And kooperieren. everybody around the In country, den by the Vereinigten way, has the Staaten hat übrigens opportunity jeder im ganzen Land die in the United Möglichkeit, States gegen die Händler to des have Todes zu demonstrations demonstrieren. at Man the braucht nur merchants ins of death. Internet zu gehen und There's schon no findet man, shortage. wo You sich simply eine have to go online and Rüstungsfabrik you'll in der find, Nähe des if eigenen not an Wohnorts actual befindet factory oder within a zumindest short einen distance of where you Zulieferer. live, then suppliers In den to the Vereinigten factory. Staaten gibt es There are 435 435 congressional Kongressbezirke districts in the und es United gibt States. 50 And we have, of Bundesstaaten. course, 50 In jedem states. Staat gibt es Every state militärische has, has Auftragnehmer und military Zulieferer. contractors and suppliers. And Und not only nicht nur that, but das, sondern every in jedem congressional district, Kongressbezirk, every 435 congressional 435 districts, there Kongressbezirke, are suppliers and contractors. It's gibt so es pervasive Zulieferer. that Diese sind that so something as allgegenwärtig, such dass as Leute wie Professor John Joan Roach Roelofs ein wrote Buch this geschrieben book that hat, was das published erst just kürzlich recently. veröffentlicht You might wurde. want to check it out Sie sollten online. es nicht, It's called The Sie sollten es Trillion sich vielleicht Dollar online ansehen. Es Silencer. heißt We already mentioned the The trillion Trillion dollars Dollar that Silencer, also was der being spent Billionen Dollar Schalldämpfer. for Wir the haben merchants bereits of die death for the Billionen whole Dollar military erwähnt, die für die system. Händler des Todes But you might ausgegeben want to also check werden, out für what das Professor gesamte Roach says, that it Militärsystem. is so Aber pervasive Sie sollten that and nachlesen, so was die Professorin prevalent done Roelofs by the zu sagen military and the hat, merchants da es of so death, that they are allgegenwärtig ist und so everywhere. They're geschickt vom into the Militär und den Händlern des classrooms, Todes organisiert the wird, junior dass sie überall ROTC, sind. they're Sie in sind in den military, Klassenzimmern, Army, dem Navy, Air Force, Junior Marines Reserve are Officer marching into Ausbildungskorps. schools, high Sie sind im schools around the Militär. country, attempting Die to Armee, volunteer, die get Luftwaffe, military as die hell Marine as a und die sacred Marines cow. treten in den They're individuals Highschools who are im ganzen heroes. Land auf They und are saving versuchen, die us Leute from dazu zu threats bringen, abroad. sich It's a freiwillig zu very melden. clever, Das very Militär wird als clever heilige action on Kuh the part of the merchants of dargestellt. death. Sie sind What we unsere really Helden. need Sie is retten something to uns vor happen Bedrohungen aus dem to Ausland. bring together all of Die these sind religious and non-religious organizations that make up the peace movement. sie sind sehr The die Hände peace des Todes. movement could multiply. If, for example, we took Was June wir wirklich 10th, brauchen, ist, dass all diese 1963, religiösen which und is nicht coming up in a religiösen couple of months, Organisationen, die die June 10th, Friedensbewegung ausmachen, 1963 is a zusammenkommen. focal point. Why Die June 10th? Friedensbewegung könnte Because sich on June 10th, vervielfachen, wenn man zum Beispiel den 10. Juni 1963, 60 years ago this 1963 year, nutzen würde,
der in ein paar Monaten bevorsteht. Der 10. Juni 1963 ist ein Brennpunkt. Warum der 10. Juni? Weil John F. Kennedy am 10. Juli 1963, also in diesem Jahr vor 60 Jahren, eine Rede hielt, die Professor Jeffrey Sachs von der Columbia-Universität, der als einer der besten Akademiker der Vereinigten Staaten gilt, für die wahrscheinlich wichtigste Friedensrede hält, die jemals von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten gehalten wurde. JFK rief dazu auf, mit den Rüstungsgeschäften aufzuhören und das zu tun, was sein Vorgänger General Eisenhower, der seinem Ausscheiden aus dem Amt sagte, hütet euch vor dem militärisch-industriellen Komplex. Wohl wissend, dass der militärisch-industrielle Komplex bereits die Kontrolle hatte. Dennoch sagte Kennedy, dass er diesen Komplex auflösen würde. In dieser Rede sagte er, wir werden ihn auflösen, wir werden zur Entspannung aufrufen, wir werden mit den Russen zusammenarbeiten, während der Kuba-Krise eingesetzt haben, um den Wahnsinn zu stoppen. Wir werden nicht nur die Produktion von Atomwaffen stoppen, sondern sie auch eliminieren und schließlich abrüsten und über Verhandlungen sprechen. Der 10. Juni 2023, der 60. Jahrestag dieser Rede, wäre wichtig. Persönlich glaube ich, nach der Lektüre der Dokumente, insbesondere was James Douglas in seinem Buch JFK, The Unspeakable, zusammengestellt hat, dass die Hände des Todes mit Hilfe der CIA und des FBI John Kennedy ermordet haben. Es scheint absolute Beweise dafür zu geben. Aber wie auch immer, wir schlagen dieses Datum vor, um eine Konsolidierung von Menschen zu erreichen, die in religiösen Organisationen zusammengeschlossen sind. Die Methodistenföderation zum Beispiel, der Rat der Kirchen, Pax Christi USA, die jüdischen Gruppen, muslimische, buddhistische und hinduistische Gruppen können sich mit Christen und anderen zusammenschließen, um ein moralisches Konzept zu finden, das sie vorantreiben. Aber die größte Moral scheint manchmal bei denen zu liegen, die keinen Glauben haben. Bei Atheisten und anderen, die sich sehr für die Gesundheit und das Gute der menschlichen Natur einsetzen. Wir müssen uns mit ihnen zusammenschließen. Es muss eine Kombination, eine Solidarität, ein Zusammenkommen von Menschen aller Glaubensrichtungen geben, um das Hauptproblem der Händler des Todes zu bekämpfen. Wir bitten Sie also inständig, sich nicht von der Vorstellung leiten zu lassen, wir befänden uns im Jahr 1939 und es gäbe ein Chamberlain-Problem. Dem ist nicht so. Wir schreiben das Jahr 2023. 1939 gab es keine Atomwaffen. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir müssen handeln. Wir können wirklich nicht länger warten.